Wir sind das Scirocco Saxophon Quartett und sind hier, um eine CD aufzunehmen mit Frederik Koester. Wir haben für das Projekt verschiedene Komponisten gefragt und das Spannende, der Reiz darin lag, dass wir sowohl Komponisten aus dem klassischen Bereich gefragt haben und Komponisten aus dem Jazzbereich. Und alle Komponisten haben die gleiche Aufgabe bekommen, zu schreiben für klassisches Saxophonquartett mit Jazztrompete. Wir bleiben im Grunde genommen bei unserer Klassik und Freddy bleibt beim Jazz. Also wir spielen von Noten und Freddy improvisiert. Die Improvisation, die der Freddy halt irgendwie da spielt, die haben wir vorher noch nie gehört. Das entsteht dann in dem Moment. Und das ist, da muss man halt darauf reagieren. Das heißt, die ganze Dynamik wird halt davon beeinflusst. Man muss halt einfach spontan hören und miteinander kommunizieren, musikalisch. Wie die beiden anderen Alben auch, macht mir es halt total Spaß, hier mit den Musikern zu arbeiten. Es ist immer toll, mit guten Musikern im Studio zu sein. Und wenn das dann halt irgendwie menschlich und musikalisch so gut zusammenpasst, das macht meine Arbeit dann doch sehr angenehm. Es macht wirklich Spaß, mit den Leuten hier zu sein. Ich freue mich schon total auf das Album im Endeffekt, weil wir haben jetzt wirklich wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt. Das ist die Planung fing ja schon vor ein paar Jahren an, mit Komponisten kontaktieren, die Stücke geschrieben haben. Dann die ganze Planung, jetzt sind wir 3 Tage hier im Studio, dann die Nachbearbeitung. Und ich glaube, auch wenn, obwohl so viele Komponisten involviert waren, wird es, glaube ich, ein sehr schönes, zusammenhängendes Album. Ja, es sind komplett andere Stücke, aber die passen alle so gut ins Gesamtkonzept, dass es, glaube ich, ein sehr schönes Erlebnis wird, das gut von vorne bis hinten durchzuhören. Das hier ist für mich ein sehr interessantes und spannendes Projekt, da sich hier zwei Stilistiken und zwei Welten vermischen. Nämlich auf der einen Seite haben wir ein kammermusikalisches Ensemble, ein Saxophonquartett, und auf der anderen Seite haben wir einen Jazz-Solisten, einen Jazz-Trompeter. Es ist eine sehr große Bereicherung, mit Frederik Koester zu spielen, weil er durch seine unglaubliche Vielseitigkeit und sein Klangspektrum das Ensemble nochmal auf ein neues Level hebt und neue musikalische Akzente setzt. Vom Gefühl her ist es auf jeden Fall etwas, was es eigentlich bisher noch nicht gab. Und deswegen haben wir eigentlich alle unser Herzblut da reingesteckt, in jeder Hinsicht, um das zu ermöglichen.